Der russische Präsident Wladimir Putin will ukrainischen Angaben zufolge bis März die gesamten ukrainischen Regionen Donetsk und Luhansk einnehmen lassen. Das berichtet der Kiew Post unter Berufung auf Andriy Tscherniak, einen hochrangigen Beamten des militärischen Geheimdienstes. Ihm zufolge gebe es bereits Anzeichen dafür, dass sich Russland auf eine erneute Offensive in der Donbass-Region im Osten des Landes vorbereitet. Wir haben beobachtet, dass die russischen Besatzungstruppen zusätzliche Angriffsgruppen, Einheiten, Waffen und militärische Ausrüstung in den Osten verlegen, so Tscherniak. Nach Angaben des ukrainischen Militärgeheimdienstes habe Putin den Befehl gegeben, die Gebiete Donetsk und Luhansk bis März einzunehmen. Laut Präsidentenberater Mikhailo Podolyak hat die Offensive im Donbass sogar bereits begonnen. Im Frühjahr, wenn die Bedingungen besser sind, könnte Russland weitergehende Maßnahmen ergreifen.